Ja, also wir müssen noch schneller aus der Kohle aussteigen. Da sind die Zeichen auch entsprechend gerade gegeben. Und wir müssen natürlich ganz schnell jetzt in eine grüne Wasserstoffwirtschaft einsteigen, müssen in Deutschland ganz schnell mindestens 5 Gigawatt Elektrolysekapazität aufbauen. Und dafür brauchen wir noch viel, viel mehr erneuerbare Energien in Deutschland. Und dafür müssen wir die gesetzgeberischen Rahmenbedingungen schaffen. Also ich würde ganz gerne die Emissionen begrenzen. Wir haben ja das Pariser Abkommen, das ist völlig klar, wie viel CO2 wir noch emittieren dürfen. Und wenn wir einen Deckel draufsetzen, zum Beispiel durch die Ausweitung des europäischen Zertifikatehandels, können wir Emissionen begrenzen. Das ist die eine Maßnahme, Ausweitung des europäischen Zertifikatehandels auf Abteilungen, die jetzt noch nicht mehr drin sind. Und das Zweite, ich bin ein großer Fan von synthetischen Kraftstoffen. Ich glaube nicht, dass die Elektrifizierung, also alle Fahrzeuge mit E-Mobilität ausstatten, ausreichen wird. Wir haben weltweit 1,3 Milliarden Verbrennungsmotoren heute schon zugelassen, in der Tendenz zahlt steigend. Und ich glaube, wir müssen den Verbrennungsmotor klimaneutral machen mit klimaneutralen synthetischen Kraftstoffen. Und die in Deutschland auch zuzulassen, wie es in anderen Ländern der EU möglich ist, wäre meine zweite große Maßnahme. Wir möchten den Kohleausstieg bis 2030 erreichen. Zudem möchten wir den öffentlichen Nahverkehr so ausbauen in dem ländlichen Raum und in der Stadt, sodass die Menschen freiwillig umsteigen. Und wir möchten den öffentlichen Nahverkehr kostenfrei machen. Das 1,5-Grad-Ziel bezieht sich ja auf die angenommene menschengemachte Erderwärmung. Und wissenschaftlich betrachtet wird da viel diskutiert, welche Rolle das CO2 spielt. Also das wäre der eigentliche menschliche Beitrag dazu. Ein weiterer menschlicher Beitrag ist natürlich das gewaltige Wachstum der Erdbevölkerung. So wie es heute aussieht, können wir die CO2-Emission halbieren und werden dann bis in 2-3 Jahrzehnten ein Gleichgewicht zwischen CO2-Ausstoß und Aufnahme durch die Natur haben, sodass voreilige, dramatische, drastische Maßnahmen nicht notwendig sein werden, unserer Auffassung nach. Ich bin überzeugt davon, dass wir das 1,5-Grad-Ziel nur erreichen, wenn wir tatsächlich auch alle Menschen mitnehmen. Und wir müssen uns die Frage stellen, wie wir zu diesem Klimakonsens in der Gesellschaft kommen. Und ich glaube nicht, dass wir es nur schaffen, wenn ein Bruchteil der Leute mitzieht. Also wenn es um Klimagerechtigkeit, also für die nächsten Generationen geht, dann müssen wir einfach alle mitnehmen. Deswegen ist die Frage, wie wir zu diesem Konsens eben kommen. Und das Klimabürgerinnenrat ist eine Initiative aus Stuttgart. Das könnte eine Antwort darauf sein, wie man sich darauf einigt, die Klimawende tatsächlich zu schaffen. Und parallel dazu muss es uns darum gehen, die erneuerbaren Energien ganz, ganz stark auszubauen. Also sei es Wind, sei es aus Wasser Energie zu gewinnen oder aus Energie, also aus Geothermie oder Abwärme. Es muss uns gelingen, diese riesengroße Menge an Energie wirklich zu erzeugen. Und dann müssen wir als Bund dann auch Land und auch Stadt, die Stadt Stuttgart, mit einbeziehen, weil auch die müssen ihren Anteil daran liefern. Das Wichtigste, wir wollen schneller aus der Kohle aussteigen, nicht 2038 wie unsere Mitbewerber von der SPD und der CDU-CSU, sondern 2030 bereits alles dekarbonisieren, vom Auto übers Flugzeug, das Schiff bis zu LKWs. Und die zweite Maßnahme, wir wollen nicht nur einen Farbwechsel, sondern einen Stilwechsel. Der Erfolg wird gemessen daran, wie viel jedes Ministerium in eingesparten Tonnen CO2 mit sich bringt.